Was sage ich? 3, 2, Ich zeige einfach 1 eins aus. und Kreatzi Mach mich miteinander jetzt zum und Leader herzlich und dann. willkommen. Wie bitte? Sag, wir machen dich wieder zum Leader, dann kannst du die Rennen aussuchen, die wir fahren und dann. Okay. Ja, The Crew 2 nach einer langen Zeit mal wieder am Start. Ich glaube, Februar war, glaube ich, das letzte Mal hier auf dem Kanal. Noch auf dem alten Rechner. Da hat das ja nicht mitgemacht, das Spiel. Kenny und Valvo sind mit dabei. Servus, hallo. Hallo. Und Kenny und ich sind vorhin, glaube ich, schon mal bestimmt eine Stunde schon Rennen gefahren mit dem Spiel. Und da ist Valvo dazukommen und es war für mich die beste Gelegenheit, mal wieder aufzunehmen. Joker ist auch in der Konfi, ja, aber ja, wenn der Valvo dabei ist, dann nimmt er auch, weißt du? Und wenn der Kenny dabei ist, dann ist das ja egal. Nein, so sollte es nicht sein, Kenny. Ja, ich habe schon verstanden. Du sollst nicht drüber kommen, aber es stimmt schon. Fastball. Hey. Willst du fahren, schreibt mich einer an. Ja, aber nicht mit dir. Wer auch immer das ist. Ja, das war jetzt gemein. Also, mich hat irgendeiner angeschrieben, willst du fahren, aber ich weiß nicht, wer es ist. Oh, und wer sind in der Crew. Wir machen mal wieder ein Autorennen. Da sind noch einige offen hier. Die wir noch nicht gemacht haben. Harlem Ost sind wir gerade gefahren. Oh, das Strip. Oh, das Strip. Ja, strippen tun wir gern. Machen wir das doch gleich. Joker ist auch mit dabei, aber der Sack bevorzugt lieber was anderes. Ja, der hat ja keinen Bock mit uns hier zu spielen, der Crew. Hey, Joker? Ja, ich furz lieber. Ja, redet immer von Familie und so, ne? Und dann, ne? Ist halt der ja, wir sind heute gut drauf, liebe Zuschauer. Schade, dass wir das alles nicht vorher schon aufgenommen haben. Weil, hast du angenommen? Jo. Bist du drin oder lädt er noch? Ah, da ist er. Seit wann, wie lange hast du jetzt Uplay nicht mehr angehabt, Valvo? Schon länger. Seit dem letzten Mal, der Crew. Also, Janu, aufgenommen haben wir mit Motorrad, ich fick ich gleich hier weg. Ja, du Arschloch. So wie der Luca Le Gall in Grand Prix 3 mache ich es mit dir, mit Motorrad runter. Ui, mein Gott. Au. Ach, schade, ich der fuhr sein Moped in meinen Lambo, Alter. Schlambo. Stimmt, das war aber im Dezember, wo wir das aufgenommen haben, der Kuh, noch nach dem Jahr. Echt? So lange schon her? Ja. Ich hab's da im Januar, okay. Februar gezeigt, weil es waren 6 Folgen. Eigentlich 7, aber da ist mir ja eine leider, wie wir es ja flöte gegangen. Das wird jetzt hier nicht passieren. Flöte. So, Valvo. Vielleicht gibt's mit dir das Luca Le Gall Gedächtnismanöver. Alter, nicht von deinem Moped runter. Tschüss, Valvo. Oh, wie er rübergezogen ist, der Michi. Muss ja nicht, dass ihr da gerade Wreckfest spielt. Nee. So wie der Michi da schon wieder durchdreht. Ja. Naja, der Ach, war. Ach, das war eine Crew. Au. Das war nur der Valvorik. Nein, nur der Valvorik. Wenn wir schon Gedanken machen, Valvo. Du Arsch. Ja, der Valvo, der ist ja im Moment nicht in der Lage, sein Chevrolet zu entwickeln. Grand Prix 3. Ja, den Bundesbeißler knall ich gleich weg und das wird mein Moped. Ja, versuch's mal. Also, ich fahre auch noch die Lieblingsautomarke vom Valvo gerade, ein Audi. Die mag er ja ganz besonders scheiße und ähnlich. Kannst du gleich sterben hier. Bäm! Ja, tschüss, Michi. Oh, Double. Tschüss, Valvo. Du Double. Hast du gesehen, wie ich dieses Schild weggefistet habe? Ja, hab ich gesehen. Und wie du an der Bande entlang geschrabbelt bist auch. Schrabbelt. Schrabbelt tut Dinge. Ah, jetzt Windschatten hier bei Michi. Ja, da habe ich hier viel Windschatten drunter zerlegt. Oh Gott, wir werden überholt. Wo sind wir denn da gefahren? Nein. Gut, dass der Kenny auch hier wieder die Kohle aus dem Feuer holt. Ah, Valvo mit seinem Moped. Hat er das von Ride 3 geklaut? Ah, ne, das Gut, Spiel hast Kohle du aus dem Feuer legen, wenn wir uns die ganze Zeit wegfüßen. Naja, du versuchst ja eher. Ja. Ich schaff das auch selber, weißt du. Komm, weg da. Ah, du will. Auf der 8 hier, ne? Ach, Valvo. Wenn der Luca Le Gall wiederkommt. Ja, dann soll sich ein Taschentuch nehmen.
Kenny, wie viel Prozent? 80. Nein! Ja, hätte ich schon sagen, da hat irgendwo das Moped vom Walmart zerlegt. Oh! Da wie setzt man sich zurück? LB und RB gleichzeitig. Ach schade, sonst hätte ich dir Starthilfe gegeben, dich volle Kanne auf die Straße geschoben. So wie bei Human Gate Drive, nur zerstört sich das Auto nicht so cool. Gratuliere, Kenny. Control Point. Dübel da gleich wieder in die falsche Richtung, der Kenny. Ja, ich versuche noch den einen oder anderen wegzubumsen, aber ich glaube, ich habe mich verfahren. Wow. Da liegt alles. Fast bin ich nochmal dran gekommen am 6. Aber ja, den Bundespreislauf kriege ich noch hier in die Fotze. Glaube ich eher nicht, Valvo. Glaube ich eher nicht, dass du mich noch kriegst. Hier habe ich über Wasser biegt ab. Ach, Valvo, musst du früher aufstehen, um mich zu kriegen, du? Das ist ja Wahnsinn. Ich krieg eher den Passant hier gleich. Oh, weg da mit euch! Weg da! So, gehen wir mal hier. Ah, was? Foto? Das Greta Thunberg? Ich dachte, da ist Fotoaufgabe Ägypten. Aber wir sind doch gar nicht in Ägypten. Ja, die ist hier vorne zum Beispiel. Proto Wasser habe ich hier. So, jetzt habe ich hier auch schon mal richtig legendäre Teile. 311. Schauen wir mal, Valvo. Was mit Boot eher oder? Nochmal mit Auto, Valvo. Klatsch. Ganz egal. Suchst du aus, Michi. Ja, die, was du Bock hast. Ich kann hier nur. Ich kann nicht alles machen, weil ich da nicht alle Fahrzeuge habe. Aber Boot haben wir. Okay, West. Ja, das klingt wie dieser komische Rapper da. Den nehmen wir mal was. K-Rest. Der heißt Kanye West. Kanye West, ja. Ist doch ein Rapper, oder? Oder ist das falsch? Und Einladung ablegen. Echt, der Proto Offshore MK. Ich könnte dir sagen, was er ist, aber. Weg. Das ist ein Hai am Jaguar. Ey! Was soll's? Kenny hat schon den Jaguar. Das Jaguar-Boot, Wahnsinn. Schön umgedreht. Ich glaube, der Kenny spielt das fast jeden zweiten Tag, oder? Das Spiel. Nee, inzwischen nicht mehr, aber ich habe es eine Zeit lang mal ein bisschen hart durchgesuchtet. Und gestreamt. Ja, hast du auch, okay, gestreamt. Deswegen hast du auch die ganzen Fahrzeuge. Valvo, weißt du noch, mit dem Stick nach hinten irgendwie zum schneller werden? Und mit A kannst du den Nitro auslösen. Was kann ich mit A? Wenn du auf A-Taste drückst, dann kontrollierst du dieser Nitro oder dieses Kers. Danke, Michi. Wie man es auch in der Formel 1 Kers nennen würde. Ja, mal gucken, kriege mal hier die in der Folge die Credits, dass ich mir den Alfa Romeo da holen kann. Gott, wo bin ich denn hier? Und die Tourenwagen, klasse. Können wir dann da auch mal rennen machen. So eine Chance, ich hasse. Oh Gott! Die Rampe solltest du vermeiden, hat mir der Kenny vorhin auch als Tipp gegeben. Nee, die Rampe musst du treffen, sonst hast du verloren. Oh, aber Gott. Die anderen, Alter, Kenny. Diese achteckigen Rampen, oder? Die muss man vermeiden. Und die sechs. Wenn du außen rum fahren kannst, ist es schneller. Aber die konnte man nicht außen rum fahren. Gut! Ja, die musstest du ja, glaube ich, nehmen, anders bist du nicht drum rumgekommen. Oh, Valvo hier mit Vollgas. Oh Gott, ja. Vollgas auch in die Yacht rein vom Flavio. Das wird ihm nicht gefallen. Ja, Valvo hat schon raus. Valvo und Kenny betteln sich da vorne. Nee, eher nicht. Schlauch. Oh doch, das ist ein ganz knappes Rennen. Warte mal, wo ist er denn? Ich bremse mal kurz, warte. Halt die dumme Fresse.
Au, oh, ich hatte einen Hai auch knuspert. So wie bei Raft. Wo der Hai das Boot anknuspert. Knusper, knusper, Hai. Wenn er fällt, dann... Hui. Ich hab noch wen weggefickt, aber wird der Michi nichts helfen. Nee, weil die sind alle schon durch. Die haben einen Punkt da vorne dran, da sind die alle schon durch. Oh, da kommt der Jaguar. Der hat natürlich das absolute Powerboot. Ist wahrscheinlich eins der teuersten, oder? Die man da kriegt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich dafür Geld ausgegeben habe. Achso, hast du das aber irgendwie... Das als Prestige-Ding ist oder so. Ach, das heißt, diese Fahrzeuge, wo da steht, erreiche Kult 700, so kriegst du die dann automatisch geschenkt? Genau, die kriegst du dann direkt, ja. Ah, dann muss ich mir auch den BMW irgendwann nicht kaufen. Richtig. Gut zu wissen. Aber er fährt sich leider nicht ganz so geil, finde ich. Kult 785, ja. Dann hat er auch schon den BMW. Abkehr. So, wir wollen mal wieder hier ein paar Teile aufmotzen. Mods. Ja, super Mods. Meine Lieblingsstrecke. Motzer. Da erreicht man 306 km/h in deinem Grand Prix 2 Computerspiel erreicht 306 km mit dem Targa-Monitor, gell? Das war's. Richtig. Der Targa-Monitor, das war's. Ja, Tanga. Wo war denn das mit dem Flugzeug? Ja, da kenne ich was verpasst. Oder auch nicht. Das hätte ich jetzt von ihm erwartet. Also ich fand's cool. Ich bin ja immer noch dafür, dass der Valvo das zusammenschneidet in einer Neuversion. Die Personen natürlich rausstreicht. Wie, vielleicht was? Auch vielleicht wieso? Gar nicht erwähnt. Sondern diese Neuversion, das war doch super. Die ist 10-mal wiederholt von demselben. Das war der Bug von der, was war's, Videokamera, oder? Mhm. Aber, ja. Aber du könntest halt heute viel besser auf... Alter! Wer ist mir da reingekachelt? War das der Kenny? Sag mal, Kenny, du brauchst mal Starthilfe, oder? Was ist das hier? Ist das hier? Das mache ich als... Aber wenn jetzt der blöde Balken nicht da wäre, wäre das jetzt ein tolles Screenshot geworden. Ist Valvo noch da? Lade gerade. Obwohl, Das kann ich ja immer noch als Screenshot verwenden. Mit meinem neuen Screenshot-Stil kann ich das ja einfach größer ziehen. Dann habe ich hier meinen Screenshot, wie der Kenny da geht. Michi, du müsstest mal eben versuchen, glaube ich. Achso, okay. Was müsste ich versuchen? Alles gut. Ach Gott, Flug, ey. Ach, war was Scheiße. Bei mir nicht in Ordnung? Hat man mich jetzt schlecht gehört? Nee, nur manchmal ist das, wenn einer von uns beiden zum Beispiel nicht in das Rennen kommt, weil er so lange lädt, dann muss der Host einmal rausfahren und wieder rein. Also jetzt nochmal zurück. Um die Leute noch einmal. Dass ich nochmal zurück müssen, ja. Und dann nochmal in den Start reinfahren. Okay. Richtig. So, was muss man jetzt machen? Den Senkflug. Ja, vorhin haben wir so was Ähnliches mal offscreen gemacht. Der Drift ist mit LB und RB, ja? Also. Damit driftet ihr mit dem Flugzeug. Ja, auf Gott. Also, der Drift ist mit Red Bull Leipzig und Leg Bull Leipzig. Ja, so in etwa. Mir ist da mit LB nichts Besseres eingefallen jetzt. So, jetzt muss ich den Luftdrift machen. Oh Gott, was war das? Hä, hey, da werde ich ja zurückgespawnt. Aber wenn ich RB und LB, dann werde ich zurückgesetzt. Haha, lustig. Ja, nur eine Taste. Nicht beide gleichzeitig. Entweder LB oder RB. Für einen Drift nach rechts oder einen Drift nach links. Okay, gut gemerkt. Habe ich jetzt aber auch festgestellt, ich habe jetzt 3-4 Mal versehentlich zurückgesetzt. Jetzt war ich noch ein Drift, Entschuldigung, habe ich nicht richtig durchgegeben den Hinweis. Nein, nicht Tiefflug. Eine Rolle brauche ich. Ja, Rolle habe ich jetzt schon. Ja, okay, geil. Wieso zählt er denn den Luftdrift nicht? Was muss ich denn da machen? Entweder LB oder RB gedrückt halten. Und dann ja, aber geradeaus. Runter oder geradeaus? Jetzt habe ich es nicht geschafft. Einfach geradeaus fliegen. Einfach nur in der Luft stehen und dann nicht. Und LB oder RB drücken. Mhm. Also das sind die oberen beiden, ne? Ah ja. Danke. Und jetzt Sturzflug. Oh, tief. Du hier, Alter, so eine Scheiße. Sturzflug. Oh,
Baum. Ach, Looping. Soll ich denn... Oh Gott, das sieht ja aus wie das Pentagon hier. Oh Gott, das gibt einen Sturz. Was für ein Horrorunfall. Warum wurde der Looping jetzt nicht gezählt? Wieso muss ich eigentlich in jeden Baum reinficken? Gibt's dafür auch Punkte? Das Gebäude sieht aus wie das Pentagon, wo wir hier fliegen. Fliegen wir hier in Washington? Ach du... Also mein Looping wird nicht gezählt. So eine Scheiße. Ah, jetzt erst. Das hat er. Oh Gott, wie denn jetzt der Außenlooping? Geht es dann so? Da ist doch bestimmt gleich ein Baum. Also nochmal hochfliegen und dann Sturzflug hätte ich auch fast geschafft. Und jetzt hier den Außenlooping. Überm Pentagon und zählt es jetzt als Außenlooping. Und ich crashe rein. Ins Pentagon. Oh, da ist ja ein Baum. Nein, da ist der Nachmacher. Sturz. So, 16 Sekunden, jetzt der Sturzflug. Das reicht nicht, das reicht Boah, nicht. Genau den Baum gebumst. Krieg diesen beinahe Unfall nicht hin. Oh Gott, abgestürzt. Fuck, ey. Michi kriegt den Unfall hin. Das gereicht. Oh, ah, jetzt haben mir wieder Punkte gefehlt. Ah, 240 haben mir gefehlt. Vorhin war das mal Was knapper. Hattest du, Kenny? Hab ich die 2245. Okay, ja, knapp. Ich hätte den Beinahe-Unfall nicht geschafft. Ach, das hatte ich jetzt nicht. Habe ich gar nicht bekommen. Beinahe-Unfall habe ich nicht, aber Unfall habe ich. Naja, ich hatte die nächste... Ich hatte schon die nächste Checkliste, Michi. Achso, aber Unfall war nicht drin, ne? Hätte er also nicht gezählt, oder? Nein, Unfall ist in sowas nicht. Das hätte ich bekommen, Unfall. Breakfast meets the crew. Mein Unfall ist over the sea. Mein Unfall ist over the ocean. I'll bring back my Unfall to me. Ja, weil Fliegen gerade so cool war, machen wir Provincetown als nächstes noch. Fehler ist aufgetreten. Kehre in den Anmeldebildschirm zurück. Was? Entschuldigung, die Musik ist auch so geil. Wir haben wir haben keine 3 Uhr. Also der Connect, der kommt erst um 3 Uhr, nicht hier um 2 Uhr 12. Zack. Das ist er weg. Hallo Kenny. Hallo. Ich bin gerade rausgefallen. Ich muss jetzt wieder eingeladen werden erst. Ich kann aber derzeit schon mal gucken, wie viel mir noch fehle für den C8 Kompetitionen. 40.020 Credits fehlen noch, okay. Dann hätte ich's. Das Auto kriege ich noch mit Season Pass. Season Pass habe ich noch nicht, muss man auch mal irgendwann holen, aber ich brauche hier den für die TC-Klasse. Oh. Ne, ich bin rausgefallen, gerade warum auch immer, hat mir plötzlich angezeigt, Verbindung verloren, neu anmelden und zack, war ich weg. Das RX-Auto kann ich mir auch demnächst holen, ich sollte mir eigentlich noch ein bisschen mehr ansparen. So, jetzt sollte ich wieder reinkommen. Ich bin der Crew beigetreten, danke. Kenny ist der neue Crewleiter. Ah, der kann jetzt auch Rennen machen, die ich nicht machen kann. Ach so, ich bin nichts wieder. Hast du es gesehen, Kenny? Nee, ich war gerade im Pausemenü. Oh, jetzt? Und das war jetzt knapp, ja. Probieren wir jetzt das noch einmal. Jetzt bin ich da drin. Boah, vibriert der Controller wieder heftig. Also kann mir vorstellen, wenn da eine Frau solche Spiele zockt, dann und er vibriert gerade und die Schiebt ist gerade so. Den gern. Kann ich mir schon irgendwie vorstellen. Frauen, schreibt es jetzt in die Kommentare. Oh nein, dann gibt's Hater. Sowas hätte ich einfach vom Joker erwartet, aber vom Joker erwartet man ja im Moment nichts.
Nicht? Ja, ja, Joker. Naja, Michi. Vita Cola ist die beste Cola. Mit dem Zitrusgeschmack. Also das ist mir hängen geblieben. Sonst ist mir ja nichts hängen geblieben. Aber Hauptsache Vita Cola ist die beste Cola. Der Senkrechtflug, der wird auch nicht gezählt immer. Sturzflug brauche ich nicht. Ah, doch, brauche ich auch. Ich brauche jetzt mal den Looping. Okay, das war ein behinderter Looping. Der kann ja nicht zählen. Ich fick den Kenny gleich weg hier, Alter. Wie machst du's, Michi? Wie mach Freestyle. Ich das? Ich bin noch bei der ersten Checkliste. Ja, da mache ich alles Mögliche, was ich kann. Warum zählt denn jetzt der Looping nicht? Okay, dann probiere ich jetzt den Sturzflug ins Wasser rein. Oh, jetzt war es zu knapp. Den Senkrechtflug, das könnte ich doch eher jetzt hinkriegen. Jawohl. Ach, jetzt, ich muss erst eins abschließen und dann... Ach, ist das bescheuert. Kann man nicht das machen, wie man es gerade schafft? Gut, dann nochmal den Loop. Nochmal. Na, so geht natürlich die Zeit flöten. Flöte. Flöteschlumpf. Checkliste abgearbeitet. Ich habe doch noch das, den Schutzflug gar nicht geschafft. Aber egal. Machen wir hier Rolle einmal, Rolle zweimal, Rolle dreimal, Rolle viermal und der Baum! Das waren wohl ein paar. Ich muss auch schon kurz. Das waren bestimmt ein paar Rolle zu viel. Oh, Checkliste neu arbeiten. Ach, Rolle, das kann ich. Nein. Rolle zwei. Rolle vier, Rolle fünf. Oh. Umgedrehter Tiefflug, muss ich den rückwärts machen oder wie sieht das da aus? Ja, auf dem Kopf. Ja, du musst auf dem Kopf bei dir zu Hause. Ups. Muss den Kopf stand machen am PC. Ja, Jocke, wieder für kein Gag zuständig. Ja, mal sagen, ja, von mir geben. Krieg's gerade nicht hin. Ich krieg den Tiefflug auch nicht hin, weil da kommt das Wasser. Nicht hin, ach so, ist Tiefflug. Ach, das meine ich mit Tiefflug, aber tief über. Ach Gott, ist das dämlich. Du kriegst ja mal angezeigt, wenn du gerade irgendeine Figur machst. 2700? Ja, ich habe 3,8 gehabt, glaube ich. Ich habe 1270 oder so irgendwas gehabt. Schade, also, wenn ich das ein bisschen besser verstanden hätte, wäre noch was drin gewesen. Aber es war ja. Das Außenlooping habe ich nicht hinbekommen. Die Leute wollen Spektakel sehen. Ah, da müssen sie sich halt Beamen G3 angucken oder sowas. Gibt auch Spektakel. Das ist ja zur italienischen Polizei gehen. Italienische Polizei, das war die Best. Italienischer Furzporno. Ne, das war ein brasilianischer. Aber damit kennt sich der Joker besser aus. Ja, der sagt ja heute nichts. Du sagst, ja, er kennt sich ja auch gut aus, Michi. Sonst hättest du ja nicht mehr, dass es ein brasilianischer ist. Das heißt, ist das auch dein Themengebiet? Sicher nicht. Mhm. Weißt, Themengebiet ist nur. Ja, Arschklatschen ist naja. Wenn wir Arschklatschen grillen, fängt die Stimme an. Wir machen mal wieder von Flugzeug ins Wasser, weil wir auch mit dem Flugzeug vorhin ins Wasser gekracht sind. Erst machen wir es im Flugzeug, jetzt im Wasser. Man muss alle Lagen ganz schön mal feucht. Alles ausprobieren mal. Also. Alter, Valvo und Kenny. Aber Kenny sagt, der Jaguar ist nicht so cool. Der ist schwer zu fahren. Alter, Valvo. Schön in meiner Aufnahme. Valvo, schön in meiner Aufnahme. Und jetzt geht die Richtung. Besser hätte ich nicht Kenny drauf Park, haben können. Ne? Mit deinem Hai da vorne drauf. Hai haben. Düt.
Tschüss, Ricciardo. Der Daniel Ricciardo fährt auch mit. Naja, im Renault reist er ja sonst nichts mehr, da muss er sich die Herausforderung woanders suchen. Stappen hat ja gesagt, das war der ideale Partner. Hm. Naja, hätte er letztens noch gesagt, der Wechsel war richtig, ja. Ob er das in einem Jahr auch noch so sieht. Auf jeden Fall war der Wechsel richtig, wenn er nicht weiter von dem jungen Teamkollegen weggebürstet werden will. Ja, aber dafür seine Verhältnisse, ja mal gesagt hat, er will unbedingt Weltmeister werden, Loic. Ja, das wird halt nichts, er wird Waldmeister. Er wird Lächelmeister. Und ich musste mich zurücksetzen, weil ich nehme an dem... Die französische Grenzekatze. Na, französisch fast. Er fährt wie Ricardo Zonta und Italiener. Er ist Brasilianer. So wie Schlüpper-Johnny und Österreicher. Der Schlüpper-Jonathan. Sind doch alles Polen. Hauptsache nicht. Also wir nehmen ja auf. Syrer? Ja, stimmt. Also Hauptsache nicht ein Döner. So, es gibt kein Y. Weil wir wollen sagen, Hauptsache muss kein Döner essen. Genau. Oder Schokopizza. So ist das. Ach, die Schokopizza hast du schon mal probiert von Dr. Oetker, die Schokopizza. Die ja, da muss ich heute noch kotzen. Also ich fand die gut, Schokopizza von Dr. Oetker. Wo findest du auch Pralinen gut? Weil wo findet auch Spinat gut? Spinat ist auch geil, aber nicht auf der Schokopizza. Ah. Nicht auf der Schokopizza. Wo ist denn dieser fucking Kontrollpunkt? Bei dir bin ich mir da auch nicht so sicher. Bist du schwanger oder bist du noch ein Mensch? Ich bin mir nicht so sicher. Schokopizza. Ich habe gesagt, bist du schwanger oder bist du noch ein Mensch? Ja. Leute, die schwanger sind, keine Menschen mehr? Uiuiui, das ist aber harter Tobak hier. Oh, Kontrollpunkt verpasst. Wo bleibt denn der Michi? Für mich und harter Tobak? Wo bleibt der Michi? Du kennst ihn. Irgendeinen Kontrollpunkt wieder verpasst, der so komisch verwinkelt war. Ach, der Bundesdubel. Du bist in die falsche Richtung. Was ist der Balbo? Was ist der Balbo? Hallo. Harter Tobak. Es gibt mal eine rote Karte für den Schwanz, nämlich da. Gelb für den Joker an der Seitenlinie, der schimpft so viel rum. Gelb für den Hanke. Wir nehmen auf. Ach, das ist doch dem Joker egal. Hat er doch zumindest mal gesagt. 21? 22? Ich versuche gerade einen Freistoß auszuführen. Das ist in FIFA scheiße. Oder Joker, das ist in FIFA scheiße. Was für ein Horrorunfall. Wenn man heiß aufs Tor bekommt. Sag mal. Jetzt machen wir hier Luca Le Galpe. So hat er den Valvo weggefickt. Mein Name ist schon so oft gefallen in den Videos, also von daher. Ja, eben. Also meiner fällt ja ausständig. Fast, Kenny. Da die Videos ja, einfach. Dein Name fällt ständig, dein Name ist auch YouTube-Programm, ey. Ich mich ein besser TV nennst. Da die Videos ja so oft hier angeklickt werden. Ja, Joker, du bist schon eine lebende Legende. Ja. Im Furzen auf jeden Fall. Klasse. Dann könnte man meinen, eventuell bist du auch nicht mehr unbedingt lebend. Stimmt. Mit den Gasen, die dir da entweichen. Es schneit. Das ist aber nicht realistisch. Kommt drauf an, was man gegessen hat. Dann kannst du schneien. In der Hose. Michi, wie schaut es denn eigentlich mit der Folie aus? Ist schon wieder... Muss schon wieder drüber? Na, sein Rechner muss auch nicht aushalten können jetzt hier. Wo gerade sage, also... Valvo ist da noch auf dem Valvo ist doch noch auf dem alten Stand hier. Dann. Alter! Wie so ein Gestörter fährt der da quer durchs Ding. Ey, du sollst mir meinen Lack nicht verkratzen, Valvo, du Arsch. Es frisst lackiert, das Auto. Diese hässliche Pupskarre vom Beißler. Na, ich hab noch nicht das Geld, um mir noch mehr zu holen. Muss man das noch? Sieht ja aus wie der Williams hier bei dir.
Was? Der Williams in Grand Prix 3 sieht super aus. Der fährt nur scheiße, aber der ist super vom Design. Aber ich glaube, Joker hat ein Design, was ihm am besten gefallen hat. Das war der Porsche, oder? Wie war das? Ja. Ich glaube, der Porsche mit dem Gelb und dem Grün drauf, das hat dir, glaube ich, gut gefallen. Ja. Also, man hört schon, der Joker wird gern zu Porsche wechseln. Dann kommt doch mal wie nächstes Jahr hin, klöppelst da. Wenn du da so eine pinke. Nein, nein, also kann bei, es dann. Bei Porsche werde ich kein pinkes Auto hinmachen. Ich glaub, Barbie steckt jetzt als Sponsor hin. Come on, Barbie, let's go buy. Dazu kann ich nur sagen, such a shame. Mein Team, die Hausecke mitgenommen. Teamkollege ist dann Ken. Da kann ich nur sagen, such a shame. Da, 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 da. Da 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 shame. Da 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 da. So schief. Wenn einer das Lied kennt, ist es der Joker. Ja. Nur Joker, ich will. Ich frag mich, wie du jetzt darauf kommst. Einfach nur so. Ach ja. Neil. Ich glaube, weil ich das letztens wieder ein paar 80er Lieder gehört habe. Da war unter anderem das dabei. Genauso okay. Wie Bronski Beat. Das hat so Charme. Das hast du, glaube ich, sogar mal, meine ich, gesungen in irgendwie Twitch Sing oh, oder shit. In Caravan mal. Ja. Das ist Motown Boy. Ja, Leute, ich mache das schon kein Problem. Wie immer. Da war der Jürgen. Also die Zusammenfassung habe ich schon sehr auf Sky. Und dann auf die Ecke. 1-1. Na, Gott sei Dank hat er noch gerettet. Gott sei Dank. Fotzi Bergmann. Hat er geschäumt, der Jürgen? Hat er geschäumt? Wie, bist du noch vorbeigekommen? Jürgen war oh. Da. Ah, nicht ganz. Ich bin hinter dem hängen geblieben, noch drauf gedübelt. Oh, nein, ich hab die doch so gut gebelagt. Jürgen Norbert, komm mal beim Klohop. Ja, leider nicht so gut wie der Hose geblockt hat mit seinem Block. Oh, okay. Hast du das Bild gesehen, Michi? Welches Bild? Das ich auf Dings geschickt habe, auf Skype? Ja, ja, das habe ich gesehen. Dem komischen Filter oder was er da gemacht hat, der Hose. So, jetzt kann ich mir den Alpha, glaube ich, leisten. Ab dich. Aber erstmal leisten wir uns hier die Performance-Upgrades. So, da kann ich mir jetzt zumindest mal den Alpha leisten. Findest mich nicht, Kenny. Mich versteckt. Der kostet 380.000. Na, doch, passt. Kann ich mir kaufen. Ins HQ. Also, schade, du siehst das gerade nicht. Nein, nicht neue Disziplinen wollen wir, sondern guck mal, ich hätte gern. Hallo. Doch, dadurch kriegst du ja neue Disziplinen, Michi. So, Fahrzeug kaufen. Achso, das kann ich siehst nur im HQ machen, das Fahrzeug kaufen. Kenny, okay. Siehst du das? Nein, ich sehe gerade nichts. Ich mache mein Auto fertig. Ich kann das nur im HQ kaufen. Ja, ich möchte gerne das Fahrzeug kaufen. Vielen Dank. Kenny, guck mal. Ich mach gerade mein Auto. Ich mach mein Auto fertig. Was macht der Beißler gerade? Auto fertig. Nee, der kauft jetzt eins. Ach so, jetzt kann ich... Mir erst, ah, okay, das ist natürlich eine geile Übersicht, dass man jetzt sieht, was man hier alles für Kenny, guck mal. Autos hat. Ein Z4. Oder könnte ich auch ein Z4 kaufen? Siehst du das? Soll ich denn sehen? Du fährst auf deinem Motorrad hier rum. Ja, aber dieses, nicht, dass ich so ein Dach mitschleppe. So ein Zirkusdach. Nö. Von mir. Okay. Zirkusdach. Das ist lustig. Okay. Das, was du vorher abmontiert hast, das Dach. Ja. Ich habe ein Dach abmontiert. Alter, ist das geil. Erster Tag.
Ja, der Mercedes, der da nicht schlecht ausschaut, obwohl ich überhaupt kein Mercedes-Sympathisant bin, aber der schaut nicht schlecht aus. Der BMW Z4 natürlich auch. Oh, da wird die Wahl aber schwer. Aber ich. Der Alpha. Nee, ich möchte schon den Alpha. Mit dem schönen Rot. Gibt nur ein paar Felgen. Ja. Kaufe ich mir erstmal den Alpha Romeo. Jawohl. The Walking Dead. Jetzt habe ich mir Touring Cars freigeschaltet, weil ich jetzt schon einmal den Alfa Romeo gekauft habe. Der Mercedes hätte auch nur 2000 mehr gekostet, aber den kaufe ich mir später mal wieder. So. Verlassen und dann geht's ins HQ. Jetzt bin ich wieder auf der Teststrecke und kann diesen Alpha mal testen. Bin ich wieder Testficker. Was aber natürlich noch nicht ist, wie geht es mit der Lackierung? Das geht noch nicht so. Da muss ich jetzt erst irgendwo hin, gell, um die Lackierung zu machen. Bei dir liegt nichts rum, so eine Mülltonne. Und kleine Basis musst du. Muss ich meine Base. Da liegt keine Mülltonne rum. Doch, hier steht so ein grüner Container rum, hier wo ich jetzt gerade. Oh. Ja, genau. Ach, die Teststrecke ist das gelbe Zelt. Die Teststrecke ist in New York, okay. Blitzreisen. Ach, jetzt bin ich in meinem Home. Den Alpha auswähle. Der braucht natürlich auch ein Design. Wo ist der Kenny? Da oben. Kann ich mir gerade noch leisten. Runter. Oh, ne, nicht wirklich. Oh, die sind aber alle dürr, die Designs. Ja. Genau so. Da wurde mich zerberstet. Na, das Martini-Design, aha, geht, aber das finde ich eigentlich hier noch cooler. Gibt sogar ein pinkes Design, ja klar. Es ist ein Fehler auf. Och, ernsthaft. Was ist denn da wieder los? Aber ich denke, ja, das ist aber jetzt auch mal eine gute Stelle zum Cutten mit dem erneuten Rauswurf aus der Verbindung, würde ich mal sagen. Machen wir mal eine Break. Klick mal vorher noch auf Fortfahren, damit er in den Lademodus wieder kommt. Oder würde ich mal sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge The Crew 2, wenn ich dann mal wieder Credits fürs Design gesammelt habe. Ich danke an Valvo, an Kenny und an Joker für dabei sein. Nee. Und dann bis zum nächsten Mal. Luke. Auf Wiederluke. Kenny, was hast du da wieder mit? Er spielt beim Y rum.